Amphenol, ein Anbieter von hochtechnologischen Lösungen für den Antennen-, Sensor- und Verbindungsbereich, also elektronische Komponenten, hat sich in den letzten 52 Wochen doppelt so gut entwickelt wie der große, breite Technologiesektor in Amerika. Da stellt sich natürlich zum einen die Frage, wo kommt das her, diese Outperformance? Und zum anderen die Frage, kann das so weitergehen? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Chartzeit allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27.06. Wir haben 16 Uhr, sind im Nachmittagshandel und wir schauen heute auf die Aktie von Amphenol. Ihr habt euch das Ganze gewünscht, unter anderem mit der Frage, die gestellt worden ist, nach dem Split sieht die Aktie relativ schwach aus, steht auf der Stelle. Wie kann es da weitergehen? Beste Grüße, das schauen wir uns heute an. Also elektronische Komponenten, das ist hier im Prinzip der große Oberbegriff. Verbindungssensor und Antennenlösungen, das ist das, was Amphenol anbietet. Wenn man auf die Website von Amphenol schaut, dann steht da tatsächlich, die Produkte von Amphenol ermöglichen die Revolution der Elektronik in praktisch allen Endmärkten. Und man hat wirklich sehr, sehr breit gefächerte Endmärkte. Automobil, Breitbandkommunikation, kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Informationstechnologie, Datenkommunikation, mobile Geräte, mobile Netzwerke. Das ist so der Hauptbereich, in den Amphenol liefert. Produkte, die man da bekommt, die sehen zum Beispiel so aus. Das sind einige der Produkte, Sensoren, Antennenlösungen, Kabel, Energieverteilung, Verbindungsstücke, Kabelverbindungen. Das ist also das, was Amphenol im großen Stil hier anbietet. Spezielle Lösungen für sehr viele verschiedene Bereiche. Im Prinzip sind sie in drei großen Segmenten tätig. Einmal Lösungen für sogenannte raue Umgebungen, dann Kommunikationslösungen und der Bereich Verbindungs- und Sensorsysteme. Das sind die drei großen Bereiche von Amphenol. Wir sehen es im Hintergrund auf dem Chart, die Aktie in den letzten 52 Wochen rund 66% Performance, während der XLK, also der breite Technologiesektor, gerade mal 33% Performance geliefert hat. Wie selbstverständlich man heute sagt, gerade mal 33%, na, das ist enorm viel innerhalb eines Jahres. Aber Amphenol hat hier nochmal 100% oben drauf gesetzt. Und der zusätzliche Index, den ich euch hier in Violett noch eingeblendet habe, das ist im Prinzip der Index über den Bereich der elektronischen Komponenten in Amerika. Und das ist manchmal ganz interessant, sich eben diese Benchmark-Indizes im Vergleich anzuschauen. Da sieht man nämlich ganz klar, wir haben hier einen deutlichen Outperformer vor uns. Langfristig können wir uns das Ganze noch anschauen über die letzten 5 Jahre. Und da sehen wir Amphenol im Prinzip genauso stark wie der Technologiesektor insgesamt, aber mehr als doppelt so stark wie der Bereich der elektronischen Komponenten, was also quasi die direkte Konkurrenz von Amphenol mehr oder weniger darstellt. Also auch da sehen wir auf jeden Fall eine langfristige Outperformance gegenüber des eigenen Sektors und ansonsten eine ziemliche Gleichstellung mit dem gesamten Technologiebereich. Das ist eine enorm gute Performance. Das wollen wir jetzt hier aber auch gar nicht unter den Scheffel stellen. Dann können wir uns mal noch die Zahlen anschauen, die zuletzt gemeldet worden sind. Die sind Ende April gekommen, die Zahlen fürs erste Quartal. Da sehen wir hier 9% Umsatzsteigerung in Kombination mit 14% Gewinnsteigerung. Die 3,26 Milliarden auf der Umsatzseite hatten damals auch die Analystenerwartungen um 160 Millionen übertroffen. Der Gewinn pro Aktie liegt rund 7 Cent höher als das, was die Analysten erwartet hatten. Und insgesamt muss man sagen, hat sich das Geschäft bei Amphenol relativ gut entwickelt. Also man hat hier auch einen organischen Umsatzanstieg von 6% gesehen. Und wenn wir uns jetzt diese drei großen Segmente, über die ich gerade schon kurz gesprochen habe, mal genauer anschauen, dann sehen wir wirklich Wachstum wieder, muss man sagen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Jahreszahlen im Vergleich anschauen, sehen wir definitiv wieder ein vernünftiges Wachstum. Lösungen für raue Umgebungen sind in der Größenordnung um 7% angestiegen auf 916 Millionen in der Umsatzseite. Kommunikationslösungen sind sogar um 12,3% angestiegen auf 1,26 Milliarden im Umsatz. Das ist auch der größte Bereich. Der mittlere Bereich besteht aus Verbindungs- und Sensortechnologie. Der ist auch um 8% angestiegen
auf 1,074 Milliarden. Und so kommen wir insgesamt auf diese 3,26 Milliarden Umsatz. Wenn wir uns die Margen anschauen, dann ist dieser kleinste Bereich Lösungen für raue Umgebung, das ist der margenstärkste Bereich, da liegt die Marge bei 26%, ungefähr auf Vorjahresniveau. Der per se größte Bereich Kommunikationslösungen hat eine Marge von 22,6%, die ist deutlich angestiegen, um 200 Basispunkte vom Vorjahr. Und der mittlere Bereich Verbindungs- und Sensorsysteme, der hat die schwächste Marge mit 18,2% und liegt auch ungefähr unverändert zum Vorjahr. Wenn wir uns hier auf der rechten Seite die Anzahl der Fonds anschauen, sehen wir, die sind von unter 2000 Fonds, die die Aktie im Depot hatten, innerhalb von ungefähr 2 Jahren auf 2300 angestiegen. Also eine kräftige Steigerung um rund 30%, die wir hier sehen. Das ist eine gute Zahl und das scheint also auch zu zeigen, dass wir hier ein Geschäftskonzept haben, von dem auch die großen Investoren überzeugt sind. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen die Bewertung anschauen. Und bei der Bewertung wird recht schnell klar, dass die Aktie relativ teuer ist. Wenn wir uns Price Earnings anschauen über die Forwards, also über die nächsten 12 Monate, dann stehen wir ungefähr bei 40. Und wenn man sich den 5-Jahres-Durchschnitt anschaut, der liegt bei 25. Bedeutet, die Aktie ist momentan 55% höher bewertet als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Klar, wir sind momentan in einer Umschwungphase. Wir sehen, dass sich gerade im Bereich der Technologie sehr viel verändert. Aber die große Frage ist eben 55% höhere Bewertung. Ist das tatsächlich noch realistisch? Ist da noch Potenzial nach oben? Das müssen wir uns gleich anschauen. Und ansonsten auch, wenn wir die übrigen Bewertungskriterien anschauen, wie Enterprise Value im Vergleich zum EBITDA, auch da liegen wir rund 33% höher. Im Price to Sales liegen wir rund 42% höher. Und die Kehrseite der Medaille ist natürlich ganz oft, wenn die Bewertungen so hoch sind und der Kurs ist so schnell angestiegen, dann kommt logischerweise meistens die Dividende zurück. Und das sehen wir hier auch. 0,65% Dividende wird aktuell noch gezahlt. Im Schnitt der letzten 5 Jahre sind das 1,22. Also auch da wird ungefähr 50% weniger in prozentualen Größen ausgezahlt, als das im Schnitt sonst der Fall ist. Und das kann man jetzt sehen, wie man will. Für mich ist es ein relativ klares Statement. Die Aktie ist meiner Meinung nach ein wenig überbewertet momentan. Wir sehen hier dieses PI 38, 40 hatten wir gerade in der Anzeige, das kommt ungefähr hin. Und wir sehen, das ist mit Abstand der höchste Wert, den wir überhaupt in dieser ganzen Zeit gesehen haben. Und das, was wir ja typischerweise gerne sehen wollen bei Werten, die wir irgendwo in die Depots reinnehmen, ist natürlich, dass der Preis steigt. Und das KGV bleibt gleich oder kommt vielleicht sogar ein bisschen zurück, dass wir also sehen, die Gewinnsteigerungen, die sind so dynamisch, dass der Kurs das gar nicht abbilden kann, obwohl der vielleicht gerade stark ansteigt und die Aktie wird per se günstiger. Hier sehen wir eine ganz andere Ausrichtung. Das sieht ja so ein bisschen aus, kann man vergleichen vielleicht wie mit einer Rheinmetall. Und da sehen wir ja auch, dass die Aktie seit Wochen irgendwie seitwärts schiebt, sich nicht mehr so richtig vom Fleck bewegt. Und so ähnlich befürchte ich, würde es jetzt hier bei Amphenol auch laufen, zumindest auf Sicht der nächsten Wochen, der nächsten Quartale. Die Gewinn- und Umsatzentwicklung, die können wir uns hier nochmal anschauen auf Jahresbasis. Und da sehen wir eine schöne Steigerung hier von 2014 bis 2022. Haben wir hier eine sehr schöne dynamische Steigerung gesehen. Und dann sehen wir von 22 auf 23 hier eine Stagnation. Da ist auf einmal kein Wachstum mehr auf der Umsatzseite. Und genauso sieht es bei den Gewinnen aus. Von 1,9 Milliarden geht es hier auf 1,93 Milliarden. Also da ist nicht mehr viel Steigerung drin. Gewinn pro Aktie 1,60, 1,60, da hat sich nicht mehr viel getan. Ja, wir haben also hier definitiv ein Pausejahr eingelegt in den Anstiegen von Umsatz und Gewinn. Trotzdem ist in der Zeit der Aktienkurs weiter gestiegen. Und daher kommt es, dass wir jetzt momentan so große Kurs-Gewinn-Verhältnisse hier auf der Uhr haben. Jetzt kann man natürlich schauen, was wird denn erwartet für die nächste Zeit für den Umsatz. Den können wir uns hier mal anschauen. Das sind also die Umsatzerwartungen, die wir sehen von den Analysten im Schnitt mit dem ganzen Fächer der Erwartungshaltungen. Und dann haben wir hier die durchschnittliche Entwicklung von allen Analystenerwartungen, die ist eben in dieser gestrichelten Linie eingezeichnet. Da sehen wir ganz klar, man geht davon aus, dass jetzt nach diesem gleichbleibenden, stagnierenden Jahr 2023 das Unternehmen wieder ganz klar in den Wachstumsbereich zurückkommt. Für die nächsten 3 Jahre wird ein deutliches Wachstum hier angenommen. Das können wir uns auch nochmal in Zahlen angucken.
Da sehen wir das sehr schön hier. 12,5 Milliarden in 2022 auf der Umsatzseite, 12,4 Milliarden in 2023 auf der Umsatzseite. Und jetzt sehen wir auf einmal etwas über 14 Milliarden für 24, knapp 16 Milliarden für 25 und 26 sind wir schon bei ungefähr 17 Milliarden, die erwartet werden. Also das Wachstum kommt zurück. Das bedeutet, wenn man die Aktie im Depot hat, muss man sie nicht verkaufen. Man kann sie hier problemlos behalten, meiner Meinung nach. Von der Gewinnseite sieht es ganz ähnlich aus. Hier haben wir die Gewinnseite. Wir sehen von 2022 auf 2023, das Ganze stagniert. Ab 24, 25, 26 sehen wir wieder diese deutlichen Wachstumsraten hier drin in den Erwartungen der Analysten. Auch das können wir uns nochmal in Zahlen anschauen. Von 1,48 im Gewinn pro Aktie sind wir auf 1,48 in 23. Da hat sich also per se nichts verändert. Jetzt rechnet man mit 1,71, 1,96 und 2,15. Und so, genau, hier sehen wir das auch nochmal. 1,60, 1,60. Das sind so diese Bereiche ungefähr. Hier haben wir das Gap. Und bei den übrigen Werten haben wir eben das Non-Gap. Also deswegen sind diese Zahlen hier ein wenig geringer. Da liegen wir bei 1,48. Und das Ganze soll sich steigern in Richtung 2,15 Dollar pro Aktie. Das ist also eine schöne Entwicklung, die zu erwarten ist von der Umsatz- und von der Gewinnseite. Ein bisschen problematisch finde ich eben die Bewertung. So, und jetzt gucken wir nochmal schnell auf den Chart, gucken wir uns das Ganze hier auch nochmal an in Ruhe. Da fangen wir wie immer im Wochenchart an und da seht ihr vielleicht auch, wie parabolisch das Ganze durch die Decke gegangen ist. Und wir hatten gesehen, dass wir von 2022, ja, ich vergrößere das mal so, von 2022 auf 2023 hier nicht viel Gewinn- und Umsatzsteigerung gesehen haben. Trotzdem hat die Aktie hier im Prinzip ab Oktober, wo dann auch der Technologiesektor insgesamt nochmal sehr stark aufgedreht hat, ab Oktober nochmal richtig kräftig zugelegt. Und wir sehen, im Moment sieht das Ganze aus wie ein intakter Trend. Den können wir uns hier mal kurz einzeichnen. Also die letzte Sequenz, die jetzt hier läuft, ist immer schön eine Aufwärtssequenz, Konsolidierung, ja, nächste Aufwärtsbewegung, Konsolidierung, Aufwärtsbewegung, Konsolidierung, Aufwärtsbewegung, Konsolidierung. Und jetzt fällt euch vielleicht was auf. In dieser letzten Wochenkerze, die wir hier sehen, hat sich das Bild dramatisch verändert. Wir haben einen Ausbruch gesehen über dieses letzte Zwischenhoch und die Aktie hat es nicht geschafft, dieses Ausbruchsniveau auf Schlusskursbasis irgendwie zu halten, sondern wir haben hier auf der Oberseite einen Fehlbreakout. Und wenn ihr euch jetzt diese einzelne Kerze hier anschaut, dann ist das, obwohl der Kerzenkörper grün ist, dann ist das hier eine bärische Umkehrkerze, ja, eine negative Umkehrkerze. Das ist das, was wir jetzt hier haben. Und diese Fortsetzung, die jetzt in der laufenden Woche hier nach unten stattgefunden hat, mit diesem kleinen Ausbruch nach unten, die könnte dafür sorgen, dass eben jetzt nach dem Fehlbreakout, den wir hier gesehen haben, dass nach diesem Fehlbreakout die Konsolidierung bzw. die Korrektur, die jetzt hier stattfindet, eventuell etwas größer ausfällt. Mich würde es nicht wundern, wenn die Aktie nochmal zurückgeht, ungefähr auf das 60-Dollar-Niveau. Das ist mal der ganz grobe Überblick hier vom Wochenchart. Jetzt schauen wir uns das Ganze im Tageschart an. Da fällt euch vielleicht auch sofort auf, wir haben hier einiges an Kaufsignalen drauf gehabt. Das sind hier die Gersh-Trend-Kaufsignale, die entstehen. Die entstehen typischerweise in stabilen Trends. Und zwar in stabilen Trends nach Rücksetzern. Das ist genau das, was wir hier gesehen haben. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier einen deutlichen Rücksetzer in der Aktie. Wir sehen, dass das hier gereicht hat, damit der Slow Stochastic hier in diesen überverkauften Bereich reinkommt. Und wenn der wieder nach oben dreht, dann kriegen wir häufig eben die nächste Aufwärtsbewegung. Dann hatten wir hier nochmal das Gleiche. Wir haben eine Konsolidierung, eine Korrektur, die ausgereicht hat, dass wir hier eine positive Kreuzung bekommen haben, nachdem der Slow Stochastic unter die 50 gegangen ist. Wir haben hier schon nur noch das erste Kursziel erreicht. Dann ist der Rest der Position Break-Even ausgestoppt worden. Und genau das gleiche Verhalten haben wir jetzt hier wieder gesehen. Wir hatten eine Konsolidierung. Nach dieser Konsolidierung haben wir gesehen, hier eine positive Kreuzung in der Stochastik. Wir haben die nächste Aufwärtsbewegung gesehen und die ist quasi nur zum ersten Kursziel gelaufen. Und jetzt ist im Prinzip im gestrigen Handel die zweite Hälfte der Position hier Break-Even glattgestellt worden.
Und wenn wir den jetzt mal rausnehmen, so, ja, dann ist das natürlich kein besonders gutes Zeichen, dass wir jetzt hier zweimal hintereinander Ausbruchsbewegungen hatten, die nicht ausreichend sind, um das höhere Kursziel zu erreichen. Und schon alleine deswegen, denke ich, hätten wir durchaus eine gute Chance, zumindest nochmal den 50er gleitenden Durchschnitt zu testen. Der verläuft momentan ungefähr hier auf Niveau dieser Unterstützung. Das ist so bei 65 Dollar. Und das wäre wirklich der Mindestpreis, das Mindestniveau, was ich hier abwarten würde, bevor ich darüber nachdenken könnte, neue Positionen aufzubauen in der Aktie von Amphenol. Wir sehen im Moment, der Görsch-Trend ist hier auf Tagesbasis noch klar positiv. Wir sehen aber, dass der Slow Stochastic schon zurückgekommen ist unter das 50er Niveau. Das bedeutet, sollten wir jetzt sehen, dass der Slow Stochastic hier nach oben wegdreht und wieder eine positive Kreuzung zeigt und in der Zeit ist der Görsch-Trend hier noch positiv, dann bekommen wir hier von unten wieder ein neues Kaufsignal für eine kurzfristige Long-Position. Die kann man meiner Meinung nach nochmal aufbauen. Man muss aber wissen, dass durch diesen Fehlbreakout, der jetzt hier auf der Oberseite stattgefunden hat, ich markiere den nochmal, das ist dieser Fehlbreakout hier. Wir sehen auch schön die Umkehrkerze hier auf Tagesbasis. Also das, was wir uns gerade auf Wochenbasis angeschaut haben, das sehen wir hier auch nochmal auf Tagesbasis. Eine große rote Umkehrkerze. Erst ein neues Hoch gemacht, dann komplett abverkauft innerhalb des Tages und am Tief der Kerze geschlossen. Das ist ein negatives Zeichen. Diese Fortsetzungen hier nach unten, die suggerieren dann normalerweise, dass der Kurs weiter fällt. Und das ist genau das, was wir momentan hier in Amphenol sehen. Also kurzfristige Trades sind durchaus möglich, es sei denn, diese Abwärtsbewegung reißt sofort den 50er und kommt dann eben vielleicht mal ein bisschen weiter runter. Das, was wir uns jetzt hier anschauen müssen, das ist einfach mal kurz, wie weit sich die Aktie hier immer vom 200er gleitenden Durchschnitt wegbewegt hat. Wir sind hier 20% weg vom 200er. An der Stelle hier hat sie sich noch weiter wegbewegt, fast 30%. An dieser Stelle hier liegen wir bei 38% und hier im letzten Hoch, ja, da liegen wir tatsächlich ja auch nochmal bei 36, 37%. Also die Aktie hat sich relativ weit in Prozent wegbewegt vom 200er gleitenden Durchschnitt. Und das sind dann typischerweise Phasen, in denen wir erstmal eine Konsolidierung sehen müssen. Diese Konsolidierung, die kann sich jetzt hier über längere Zeit fortsetzen. Parallel würde im Prinzip der 200er gleitende Durchschnitt dann hier so nach und nach weiter aufholen. Und wenn dann dieses Gap eben klein genug geworden ist, dann hat die Aktie charttechnisch zumindest die Chance, sich wieder weiter nach oben wegzubewegen. Ich würde jetzt im Moment, wo wir so weit wegstehen vom 200er, da nicht unbedingt drauf wetten. Ja, das ist so ein bisschen ein kleines Problem, was wir hatten. Wir haben einen Split gesehen, der hat hier stattgefunden. Am 11.06. ist das finale Datum gewesen. Da gab es einen 2 zu 1 Split in der Aktie. Da ist die also ungefähr von 130 Dollar dann runtergekommen auf 65. Das ist jetzt aber nicht wirklich dramatisch. Das macht weder für Optionshändler noch für private Händler einen großen Unterschied. Das, was viel spannender ist von Seiten der Splits, das sind so 10 zu 1 oder 20 zu 1, ja, so wie wir es jetzt gesehen hatten, bei einer Nvidia, bei einer Chipotle Mexican Grill, jetzt bei einer Broadcom. Ja, das sind also Split-Größen, die dann am Ende auch tatsächlich einen Unterschied machen können, insbesondere wenn man sich den Optionshandel anschaut. Denn 100er Pakete, na, auf eine Aktie, die vielleicht 1000 oder 1500 oder 2000 Dollar kostet, sind natürlich ungleich teurer als bei einer Aktie, naja, die jetzt 130 gekostet hat und jetzt runterkommt auf 65. Das ist also ein Gegenwert von 13.000 und 6.500 Dollar im Optionsbereich. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Von daher würde ich auf diesen Split kein großes Gewicht legen. Ich befürchte ein bisschen, dass es laufen könnte, wie eben vorhin schon mal erwähnt, jetzt in einer Rheinmetall-Aktie, die eben auch sehr hoch bewertet ist, die sich auch weit wegbewegt hat von den Durchschnitten und jetzt wahrscheinlich erstmal seitwärts läuft. Also ich würde nicht unbedingt erwarten, dass Amphenol jetzt sehr dynamisch weiter wächst. Und wenn wir uns die Wachstumszahlen anschauen von Seiten Umsatz und Gewinn, dann haben wir natürlich gesehen, dass in dieser Phase, wo das Ganze stagniert ist, schon so ein bisschen Vorschusslorbeeren gegeben worden sind. Und jetzt setzt sich im Prinzip das Ganze nur um
Das Wachstum findet also weiter statt. Und jetzt müssten wir wirklich schon sehen, dass das Wachstum stärker kommt, als die Analysten das erwarten, damit die Aktie nochmal ausgesprochen positiv reagieren kann. Also obwohl wir hier einen ganz klaren Trendfolger haben, obwohl wir hier eine Aktie haben, die deutlich stärker ist als der Sektor in den letzten Monaten, würde ich hier ein wenig Vorsicht walten lassen für neue Positionen und dann wirklich auch genau überlegen, möchte ich auf diesen Niveaus noch investieren oder gehe ich nur eher mal für einen schnellen Trade rein. Ja, und das ist das, was im Moment hier bei Amphenol interessant ist. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ihr seht hier hinten noch den Termin für die nächsten Zahlen. Der ist am 24. Juli, das ist also rund 4 Wochen noch hin. Wenn man traden möchte, kann man das noch machen. So ab 10 Tage vorher wäre ich da vorsichtig, auch neue kurzfristige Trades aufzubauen, denn dann sehen wir oft nicht mehr so viel Bewegung und dann wird das Ganze sehr unsicher nachher am Ende, wenn die Earnings kommen, wie dann die Reaktion ausfällt. Und deswegen ist hier ein bisschen zur Vorsicht geraten. Vielen Dank, dass ihr euch das Ganze bis zum Ende angeschaut habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn ihr Wünsche habt, die ihr gerne analysiert haben wollt, bestimmte Aktien, bestimmte Basiswerte, schreibt ihr unter das YouTube-Video. Ich schaue mir das immer an und wähle da dann auch den nächsten Kandidaten für die nächste Sendung aus. Bis dahin, macht's gut und bye bye.